So, meine Freunde, willkommen bei Half-Life. Und zwar Half-Life, einfach nur Half-Life ohne irgendwas. Wir werden der Reihe nach die Half-Life-Teile spielen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich habe ja beim letzten LP gesagt, das letzte, was ich jetzt aufgenommen hatte, war Mafia. Und damit bin ich jetzt durch. Jetzt geht's weiter mit Half-Life, ein Spiel, auf das ich mich wirklich riesig freue. Jeder, der schon mal meinen Steam-Account gesehen hat, der weiß auch, dass Half-Life 2 Deathmatch mein absolutes favorisiertes Spiel ist. Und wir fangen jetzt hier mit Half-Life 1 an, also nur Half-Life, um genau zu sein. Ich habe keine Mods drin. Ich hoffe, es funktioniert so. Ich habe von ein paar Problemen unter Windows 10 gelesen. Aber gut, das werden wir dann einfach sehen. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten müssen wir eine gemoddete Version benutzen, die DirectX wieder erlaubt. Hier ist nur unter Windows 10 ist leider nur OpenGL möglich. Ja, was auch in ganz komischer FPS resultiert. Also ich bin im Menü, habe ich 50 FPS. Wir werden mal sehen. Keine Ahnung. Was auch noch ganz wichtig ist, das wird das erste Spiel auf dem YouTube-Kanal, was wir in 60 FPS rendern werden. Meine Aufnahmen sind schon immer in 60 FPS, aber diesmal wird auch in 60 FPS gerendert und hochgeladen. So, dann fangen wir mal an. Wir laden bringt natürlich nicht viel, wenn wir noch keins haben. Also, neues Spiel. Trainingsraum? Was? Wählen Sie einen Schwierigkeitsgrad? Achso, nee. Wir können uns den Trainingsraum eigentlich mal angucken. Muss man. So, Gefahrenkurs. Ah, genau. Hallo. Uhr. Und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Moin. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutz an. Ja, ich muss mal ganz kurz hier rüber. Ich kann nämlich nicht sehen, ob mein Mic an oder aus ist. Mic-Mute-Fenster war einfach. Gefährliche Umweltbedingungen ausgebildet. Ist halt laut. Audio sagt. Mit 3 Lautstärken. Soundqualität ist hoch. Gut. Dann können wir das alles so lassen. Gut. Okay. Also. Hallo. Und willkommen auf dem Black Mesa. Wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn. Und ich bin auf der Stelle da. Juhu! Bin ja nicht sicher, ob mir das mit der Maus so gefällt. Wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn. Hab ich doch schon. Willkommen beim Schutzsystem HIV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Unser HEV-Anzug, Mark IV, ganz wichtig. Bewegungen im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Machen Sie sich erst einmal mit den Grundbewegungen vertraut und bald werden Sie gar nicht mehr merken, dass Sie den Anzug überhaupt tragen. Ich sehe Sie dann da vorne. Ja, danke. Die Bewegungen im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Erzähl wieder dasselbe. Na gut. So. Hier eine Konsole. Oh, hi. Die erste Bewegung, die wir auf dem Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Ja. Versuchen Sie, über diese Rohre zu springen und benutzen Sie dafür nur die Befehle Rennen und Springen. Wenn Sie vor dem Sprung Anlauf nehmen, ist es äußerst hilfreich. Schauen Sie mir zu. Ich bin mir sicher, das ging früher mal. Was? Hey, die ist einfach weg. Gut gemacht. Diese neuen Anzüge können ganz schön kompliziert sein. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Dr. Quacksalber? Also schon. Ups. So. Jetzt kriechen Sie unter den nächsten Hindernissen durch. Beachten Sie bitte, dass Ihr Anzug automatisch in den Schleichmodus wechselt, wenn Sie sich ducken, um Geräusche so weit wie möglich zu vermeiden. Ein bisschen sehr laut, oder? Na gut, ich lasse das mal so. Ja. Ah. Ja?
Quack! Na gut. Ich habe sie fast gar nicht bemerkt. Gehen wir zum nächsten Abschnitt weiter. Ja, Alter, geschlichen wie Sau. Werden wir ihre Fertigkeiten miteinander kombinieren. Aha. Sie müssen springen, sich ducken und wieder springen. Das okay. Wird den nächsten Raum vorbereiten, in dem sie dann beide Bewegungen zur gleichen Zeit ausführen müssen. Aha. Gut gemacht. So wie es aussieht, sind sie jetzt für den nächsten Abschnitt bereit. Jawohl, danke schön, danke. Ich gebe mir größte Mühe, meine Freunde. Müssen Sie Ihrem Anzug signalisieren, dass er geduckt springen soll. Ja. Stellen Sie sich dazu an den Eingang der... Das war prima. Danke. Ah, genau. Nochmal, da, ob man es auch wirklich verstanden hat. Immer noch 54 FPS. Die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorwärts. Wenn Sie wieder herunterkommen möchten, bewegen Sie sich einfach vorwärts. Die nächsten drei Sprünge werden immer schwieriger. Aber sie sind machbar. Das war super. So. Yep. Eine weitere Sprungart müssen Sie lernen. Für lange Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul eines Vibrators. Sie aktivieren den langen Sprung, indem Sie sich ducken und vorwärts bewegen und dann den Sprung starten. Sobald Sie oben auf der Plattform sind, drücken Sie den Knopf und ich werde Ihnen die Bewegung vormachen. Hä? Okay. Hä? Ja, ja, hab ich. So, doch, erst du. Das war prima. Danke. Mhm. Nein, zack. Danke, danke. Ja. Knopf gehen, ihn ansehen und die Benutzentaste drücken. Ja. Das schaffen wir. Ja. Und es gibt nur einen Weg wieder nach unten. Suchen Sie das Ziel auf dem Boden unten und versuchen Sie es zu treffen. Wenn wir Sie im nächsten Abschnitt verarschen. War doof. Ich mach mal ein klein bisschen leiser. Ja, ja, ein bisschen. Es brüllt ihn doch schon ganz schön. Oder ja, ich lasse es. Ich mach bei mir ein bisschen leiser. So, hier müsste irgendwo ein Healer sein. Jawohl. Sie werden solche Medikits überall auf dem Black Mesa-Gelände finden. Möchten Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen, gehen Sie zu einem Medikit und drücken die Benutzentaste. Ihre Gesundheit wird nach und nach wiederhergestellt, bis Sie wieder völlig gesund sind, ohne das Kit verbraucht ist. Sobald das Licht erlischt, kann das Medikit nicht mehr benutzt werden. Scheiße. Das ist aber nicht gut. Frage, wer füllt das wieder auf? Okay. Verrätseln wir uns nicht. Wir gucken mal, dass er weiterkommt. Beziehungsweise. Hallo? So. Die Brücke zu drehen, gehen Sie zum Steuerrad und drücken die Benutzentaste. Hm? Gedrückt halten. Geht schon und wieder zurück. Was? Und nicht eine Lampe. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Knopf oder so. Na gut. Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder herauszukommen. Versuchen Sie mal, diesen Abgrund alleine zu überspringen. Wenn Sie es nicht wegschieben können, nützt vielleicht Ziehen etwas. Um eine Kiste wegzuziehen, gehen Sie auf sie zu und drücken die Benutzentaste. Halten Sie die Benutzentaste gedrückt, greifen Sie sich die Kiste und bewegen Sie sich. Ich soll vielleicht nicht so durchrennen, ne?
bestimmt auch so. Wenn gar nichts klappen will, können Sie ja vielleicht die Gegenstände, die sich im Weg befinden, zertrümmern. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Brechstange vom Tisch hinter Ihnen mitgenommen haben. Bahnen Sie sich durch kräftige Schläge einen Weg durch den Schutt. Geht so weiter. Nein, Augenblick. Läuft so übelst die Rotze. So, wird die kaputt, ne? Na gut. Komm mal hier lang. Ja. Für den nächsten Abschnitt sollten Sie die Lampe und Sie die Luft aktivieren. Energie jetzt auf 15%. Energie jetzt auf 30%. Verstehe nicht, warum ich die Taschenlampe aktiviere. Moment, wir kommen da 100% hin. Hier! Wollen wir uns so eine Kiste mitnehmen? Jetzt auf 90. Scheiße. Ja. Komm da einfach nicht hin, ne? Prima. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Lampe Energie verbraucht. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird. So, darf man jetzt rumballern? Bitte. Daten werden geladen. Weg. So. Willkommen. Ja, hallo. Hier lernen Sie, wie eine Waffe abgefeuert und geladen und der darauf angebrachte Granatwerfer benutzt wird. Bitte nehmen Sie Ihre Waffe und gehen Sie zur Schießanlage weiter. Entschuldigung. Okay. Wir müssen ernst sein, ja? Sie müssen jedes einzelne Ziel treffen, um den Kurs abzuschließen. Machen Sie sich aber keine Gedanken, wenn es beim ersten Mal daneben geht. Das Ziel taucht bestimmt wieder auf. Mach mal. Sie während der Pausen nachzuladen. Den Granatwerfer feuern Sie mit einem Druck auf den zweiten Feuerbutton. Einige Ziele werden nur vernichtet, wenn sie von Granaten getroffen werden. Sequenz beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Anlage erfolgreich gemeistert. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Ich muss Munition holen, Eule! Ja. Schutzanzug überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut und warnt Sie, wenn Sie mehr Sauerstoff benötigen. Während Sie diesen Kurs durchschwimmen, wird der Sauerstoffgehalt langsam abnehmen. In der Mitte haben Sie die Möglichkeit, zum Luftschnappen an die Oberfläche zu kommen. Na gut. Hui! Sie werden sehen, wie im Anzug die Anzeige für den Sauerstoffgehalt wieder auf das vorherige Niveau zurückkehrt. Sie dürfen gerne bis zum Ende des Kurses schwimmen. Na gut. Und das? So laut! Dies ist die Ladeeinheit für Ihren Schutzanzug. Oh ja. Wenn Ihr Energiepegel zu niedrig wird, stellen Sie sich vor eine Ladestation und drücken die Benutzen-Taste. Ihr Anzug lädt sich nach und nach wieder auf, bis die Ladeeinheit verbraucht ist.
Den Anzug können Sie aber auch mit Hilfe von einzelnen Batterien aufladen. Okay, gut zu wissen. So. Wenn Sie sich durch Feuer oder Dampf bewegen, sehen Sie, dass das Hitzeschaden-Icon aufleuchtet. Die Richtungspfeile in der Mitte der Anzeige geben an, woher die Beschädigung kommt. Ah, gut zu wissen. Dankeschön. Ich war gar nicht dran. Gelangen Sie in die Nähe von Strahlung, werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige aktiviert. Auch biologische Gefahren werden durch ein Leuchtalken angezeigt. Jetzt. Nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Ja, aber es ist wirklich sehr laut. Ich mache ein klein bisschen leiser. Selbst, ich habe jetzt schon bloß 44%, das ist schon extrem laut. Also, ja, mal so, zack. Hallo. So. Wir haben gelernt, wie Knöpfe funktionieren, das müssen wir auch anwenden. Moin! Führen Sie einen Wächter in den nächsten Raum. Er lässt Sie wieder in das Transitsystem hinein. Sie müssen auf den Wächter zugehen und Ihre Benutzentaste drücken. Okay. Folgt er Ihnen, bis Sie sich ihm zuwenden und erneut die Benutzentaste drücken. Aha. Na gut. Klar, ich komme mit. Ich kann nur nicht lesen, wer das ist. Erstmal, Nicola. Das ist auch sowas, das habe ich so gefeiert, dass es das überhaupt geht, ey, als das Spiel rauskam. Blödsinn, wie den Knopf drücken. Guten Tag. Ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Ja. Na, ich komme mit. Wir warten. Klar, ich komme mit. Alle mitkommen. Aha, eine Party. Was? Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Was? Ja, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Tja, kommt er doch mit. Wir bleiben und auf meine Kollegen warten. Drücken Sie die Benutzentaste, um ihn zu... Ja, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Okay, ich werde warten. Klar, ich komme mit. Los, mitkommen! Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Ja. Drücken Sie die Benutzentaste, um den Zug zu aktivieren. Mit den Vorwärts- und Rückwärtstasten erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit des Zugs. Aha. Drücken Sie die Benutzentaste erneut, um den Zug zu verlassen. Erfolgreich abgeschlossen. Sie sind jetzt berechtigt, den Schutzanzug HEV Mark IV uneingeschränkt zu nutzen. Jemand wollte sie sagen. So. Gut, dann würde ich sagen, wagen wir uns auch direkt schon. Wir spielen normale Mittel, würde ich sagen, oder? Ah. Genau. Auf Mittel einfach. So. Und damit geht's los. Half-Life, eine Legende.